Leute, herzlich willkommen auf Nice Dumb Gaming und heute spielen wir wieder, wie ihr sehen könnt, eine Runde Lego City Undercover. Und ich würde sagen, wir legen hier auch direkt los nach dem Intro. So. Okay, let's go. Was machen wir jetzt? Das ist die Frage. Achso, wir fahren. Und genau, wir fahren da hin. Entschuldigung, Polizeiangelegenheit. Ja, kurz Auto geklaut. Das ist ein Notfall. So. Sorry, das ist ein Notfall. Okay, wir müssen jetzt nämlich da hinfahren, tatsächlich. Jetzt zu dem einen Chef da, keine Ahnung wie er heißt. So, Leute, ich mach mal kurz einen Cut und dann sehen wir uns gleich wieder, wenn ich dort bin. Okay, Leute, ich bin da. Hier ist es. So. Gut, dann gehen wir mal in die Geschichte rein, würde ich mal sagen. Hoffentlich braucht man auch nicht so lange. Hey, Chase! Wartest du schon lange? Überhaupt nicht. Der Wagen hier ist für dich. Gehört meinem Bruder, den ich nicht leiden kann. Ramponier ihn also ruhig. Keine Sorge, bei meinem Fahrstil klappt das bestimmt. Wow, das ist der LKW, den du stoppen musst. Los ins Auto. Okay, also ein Lieferwagen. Und jetzt gib Gas. Schlau. Was? Ich hau ab. War sowieso an der Zeit, mal über einen anderen Job nachzudenken. Du musst mir also einen... Nicht schlecht, Chase. Schätze, du wirst dich gut machen in der Gang. Schaff jetzt den LKW zu Vinnys Eisdiele. Er kennt dich zwar nicht, aber damit machst du gleich einen guten Eindruck. Okay, machen wir. Ich habe beim Büro der Bürgermeisterin angerufen und sie haben mir versichert, dass die Polizei alle Kosten übernimmt, solange du nur Rex Fury schnappst. Na, das passt. Ich habe mir gerade einen LKW geborgt, wenn du verstehst. Keine Sorge, ich führe Buch, seit Frank mir von dem Wagen erzählt hat, den du für Chan geklaut hast. Frank hat tatsächlich dran gedacht? Ich bin beeindruckt. Eigentlich wollte er mit dem Weihnachtsmann drüber reden, aber er hat mich zum Glück vorher gefragt. Er scheint tatsächlich aus seinen Fehlern zu lernen. Bin fast ein bisschen stolz auf ihn. Ich halte dich auf dem Laufenden, falls ich noch was mitgehen lasse. Aua. Ups, sorry. Hä? Die Mittagspause ist gleich vorbei und dann arbeite ich weiter. Ah, jetzt geht es, Junge. Ich dachte gerade schon, hä? Okay, Papalado war der Chef der größten Gang in Lego City. Und jetzt wollte er mich sehen. Seine Eisdiele war ein Treffpunkt für Ganoven aller Art. Da wären zum Beispiel Tony One Time, der alles immer nur einmal sagt. Hey! Pauly Blindfalls? Nein, sag ihm, wir können uns heute nicht sehen! Lucky Pete? Freut mich! Hey! Autsch! Hey! Hey, guck mal! Hier ist ein Glückspenny! Die Crayfish-Zwillinge? Sorry, falscher Tisch! Und Mikey Spoilers. Hör mal, wenn du im Weltraumzentrum einen Planeten von der Decke haust, findest du einen geheimen Gegenstand. Alles klar. Jung. VP. Komisch wie? Was ist komisch dabei? Glaubst du, ich bin zu deiner Belustigung hier? Wie komisch? Entschuldige, Boss. Ich wollte jetzt, nur... Du kleine Lasterer!
Hey, du musst Chase sein. Was du für meinen Cousin getan hast, vergesse ich dir niemals. Entschuldige den Aufzug. Mein Kleiner hat Geburtstag. Sollte eine nette Überraschung sein. Du weißt ja, wie das ist. Die Dinger, die du mir besorgt hast, standen schon lange weit oben auf meiner Liste. Man nennt sie Farbwaffen. Und die nicht ganz so ehrenwerte Gesellschaft kann sicher was damit anfangen. Weißt schon, unsere Leute. Also, ich brauche jemanden, der so ein Ding mal richtig auf Herz und Nieren prüft und ganz nebenbei den riesigen Smaragd aus der Lego City Bank im Zentrum klaut. Hättest du Lust, es mal auszuprobieren? Tja, wenn ich schon mal hier bin. Genau. Und keine Sorge, ich lese die Anleitung und klingel dann durch, um zu erklären, wie das Ding funktioniert. Viel Glück, Jesse. Okay. Also soll ich die jetzt ausprobieren, oder was? Keine Ahnung. Junge. Okay. Freigeschaltet. Farbwaffe. Na klasse. Keine Ahnung, wo ich sie leisten könnte, statt zu... Hallo! Was soll ich jetzt machen? Wie geht's so? Ey, ich wurde angerufen. Hallo. Boah. Ich hätte nicht die komplette... Ich habe bald was Neues für dich, Ellie. Werde wohl einen Banktresor knacken. Oh, welchen? Den in der Lego City Bank im Zentrum. Kein Problem. Benötigst du dabei Hilfe? Klar. Okay, gut. Auf dem Platz gegenüber der Bank wäre ein Eingang zum Abwasserkanal. Wow, Momentchen mal. Der Kanal... Wie wär's mit dem Haupteingang? Du willst zum Tresor? Der einzige Zugang ist durch die Lüftungsklappe über dem Raum. Und dahin kommst du nur durch den Kanal. Hattest du etwa einen roten Teppich erwartet? Ja, ja, schon klar. Danke, Ellie. Okay, Leute, ich mach kurz einen Cut und wir sehen uns gleich, wenn ich da bin. Okay, ich bin da. Also noch nicht ganz, aber jetzt. So, eingeparkt. Also. So, Leute, wir müssen jetzt hier einmal rein. In den Kanal, rein da. Okay, wir sind jetzt anscheinend im Kanal. Warum denn nicht? Mal in den Kanal reingehen, würde ich sagen. Also diese Dingens, diese Story habe ich persönlich selber auch noch nicht gespielt. Okay, jetzt gehen wir hier runter. Oh. Nach der Sache hier muss ich sehr, sehr lange duschen. Jo, ist alles unten. Okay. Hey, Chase. Bist du in der Bank? Ich bin in einem Kanal. Bist du falsch abgebogen? Ah, ich zieh dich nur auf. Ich hab die Bedienungsanleitung für die Farbwaffe gelesen. Und? Ja, erstmal musst du sie an einem Farbwechsler auffüllen. Spitze. Allerdings sehe ich hier im Kanal gerade keinen. Entspann dich. Irgendwas sagt mir, dass da unten irgendwo einer ist. Okay. Hoffentlich bekommt die Polizeistation Prozente bei einer Reinigung. Ich will gar nicht wissen, wie dieser Schlüssel in die Kanalisation kommt. Will ich auch nicht wissen. So. Warte, mach ich gleich auf, würde ich sagen. Zack, zack, zack. Ah, bin ich reinfallen.
das ist die Farbpistole. Ich dachte gerade so, hä? Dafür wüsste ich gerne, wieso er in dieses Schloss passt. Diese rote Schaltfläche sieht wirklich wichtig aus. Ja. Du hast die falsche Farbe benutzt. Finde eine andere und versuche. Ach so, ich muss eine grüne Farbe finden. Warum habe ich nur nie Rückenschwimmen gelernt? Wo soll ich eine grüne Farbe finden? Oh, aus diesen Rohren müffelt es ja erbärmlich. So. Zack. Mann, jetzt. Okay, ich glaube, er ist gestorben. Das ist dann wohl ein Farbwechsler. Ey. Im Moment ist da was Grünes in der Waffe. Sehr gut. Wenn du rot leuchtende elektrische Felder siehst, schieß mit der Farbwaffe auf sie, um sie zu aktivieren. Hab eins über einer Schranke gesehen. Ich bin ganz heiß auf diesen Riesensmaragd. Er soll ja so groß sein wie ein Kopf. Gehörte wohl so einer königlichen Tante, die ihn dann verhökert hat, weil er zu schwer für eine Brosche war. Ich meld mich wieder. Okay. So. Zack, zack, zack. Geht's hier weiter oder was? Ah ja, tatsächlich. Chase! Ich hab was gefunden. Halt die Augen nach roten Farbwechslern auf. Alles klar. Rote Farbwechsler. Wow, dieser Smaragd. Er soll der reinste Smaragd der Welt sein. Nicht so ein plumper Klumpen wie die Dinger, die sie aus der Bluebell-Mine bergen. Die sind zwar auch wertvoll, aber kein Vergleich. Wow. Okay, Leute, ich würde sagen, das war's erstmal mit dem Video. Wenn es euch gefallen hat, lasst gerne ein Like, ein Abo und einen Kommentar da. Schaut außerdem auf meinem Discord vorbei, der ist unten in der Videoshow verlinkt. Aktiviert natürlich die Glocke, damit ihr kein Video mehr verpasst. Habt einen traumhaften Tag. Haut rein, Leute, euer Sandro. Ciao, ciao.